Moin zusammen, wir haben den 18. April, es ist Donnerstagmorgen um 6 Uhr und in diesem Film geht es um die Nasdaq. Aber bevor ich damit anfange, muss ich eins zeigen. Die Citibank stellt ja nur noch Bid-Only. Und das heißt aber auch, dass im Trader Fox, und das ist ja der Trader Fox, vor dem ich sitze, sind die verschiedenen Indikatoren, die berechnen, DAX, Nasdaq und wie auch immer, mit allergrößter Vorsicht zu genießen. Deswegen ein Tipp jetzt für viele von euch, die den Trader Fox nutzen. Hier oben, guck mal, wo die Maus ist, gibt es den Ausdruck Listen. Wenn man da drauf drückt, geht so eine Liste hier auf. Und geht mal bitte auf Marktübersicht. Ich hole es hier rüber. So, mach's mal größer. Die sind jetzt da schon komplett raus. Hier wird also nichts mehr von der Citibank angezeigt. Zumindest habe ich nichts mehr gesehen. Alternativ nimmt jetzt der Trader Fox von der UniCredit, ob das jetzt DAX ist, den gibt es auch von Lang und Schwarz. Lang und Schwarz finde ich also auch recht gut da, die berechnen den recht ordentlich. Die Schweizer, Österreich, hier gibt es alles Mögliche. Und das heißt, die Citibank ist jetzt hier komplett raus. Das ist für mich ist das nach wie vor ein Drama. Ich kenne die also jetzt seit, was weiß ich, 35 Jahren. Aber nur, dass ihr das wisst. Und hier nebendran stehen die Kennnummern. Und wenn ihr dann sowas habt und habt eine eigene Watchlist, eine eigene Indexlist, wie auch immer, nehmt ihr das Ding, greift es mit der Maus und schiebt es dann dementsprechend rüber. Ich lasse mal ganz kurz das hier stehen, dass sich die Leute, die das betrifft und die sich jetzt fragen, was nehme ich denn für ein Produkt, dass sie sich einen Screenshot machen können. Das geht also ein bisschen runter ins Öl, aber das ist von Lang und Schwarz. Nur so viel dazu. Das hier ist der Nasdaq auf Wochensicht. Ich habe jetzt mal die Fibos angezogen von der letzten Bewegung. Wo ist jetzt mein Dings hier? Da. Von der letzten Bewegung vom 23.10. Also mache ich mal größer. Wochensicht. Und wenn ich das mir so anschaue, habe ich keinen Grund zur Annahme, dass der irgendwie nach oben wegzieht. Wir sind auf der 20-Wochen-Linie, haben wir aufgesetzt per gestern Abend, so bei 17.495, wo war der Schluss 17.492, haben wir aufgesetzt. Das heißt, wir sind jetzt schon in der Mitte der Bänder. Aber der bekommt sowohl über die traditionelle Sichtweise, als auch über die moderne im MACD, als auch über die Stochastik, hat er Fahrt aufgenommen nach unten. Das heißt, ich muss davon ausgehen, und das ist ja nicht viel, dass wir wenigstens das 38er sehen von dieser Bewegung hier hoch. Da sind wir so im Bereich 16.780. Wenn, und das ist ja das Problem, übers Wochenende werde ich also keine Position haben und wenn, ist es tendenziell eher Short. Wenn sich da unten die Lage in Israel und im gesamten Nahen Osten nicht wirklich verbessern sollte und momentan wüsste ich nicht wie, muss ich sogar davon ausgehen, dass wir das 50er sehen, was sich sowohl mit dem Chart hier ganz gut verbindet, also bei 16.270, als auch mit dem unteren Wochenband. Das wäre also, sagen wir so, das wäre der Worst Case. Aber selbst dann ist die gesamte Bewegung immer noch in Ordnung. Das geht hoch, korrigiert seitwärts, es geht hoch. Tja, und jetzt sind wir schon wieder an der 20-Tage, an der 20-Wochen-Linie. Gucken wir mal auf den Tag rein. Tag. Bisschen größer. Das sind also die gleichen Fibos. Bitte nie genau auf den Punkt achten. Ja, weil ich habe nicht den Magnetismus dran. Ich ziehe die mit der Hand und dann sind wir vielleicht immer irgendwo ein paar Punkte drüber, drunter. Aber es ist für mich ein ähnliches Bild. Überall negativ, über das MACD, moderne, traditionelle Sichtweise, bereits sehr tief. Der hat sich komplett abgebaut von dieser Bewegung, die wir jetzt hatten seit Oktober. Es ist tief, aber ich habe hier nicht den Hauch eines Kaufsignals. Der mag immer mal wieder hochgehen, aber dann ist für mich die natürliche Grenze immer die 20-Tage-Linie, dass er vielleicht mal hier hochgeht. Das kann sein, ja. Also das würde ich überhaupt nicht absprechen. Aber auch hier, das sind ja die gleichen Fibos wie eben, ist für mich eigentlich der Bereich von unter 17.000. Ja, ich möchte mal fast sagen, das ist Pflicht. Und trotzdem, und das ist jetzt interessant, wir hatten eben das 50er-Retracement auf Wochensicht, das war dann auch der Chart, das waren diese Chartpunkte, das war das untere Wochenband und jetzt kommt hier noch die 200-Tage-Linie dazu, in diesem Bereich. Also das ist schon ein super wichtiger Punkt hier, die 16.200, heute ist es 50 zu 70. Ja, also dieser Bereich ist schon sehr, sehr wichtig, da sollte es eigentlich überhaupt nicht, da muss schon was richtig Böses passieren, bevor es da drunter geht. Der wird halten. Aber ich sehe einen gewissen Magnetismus hier in dem 38er bei 16.786. Ich habe folgende Scheine vorbereitet. Wenn wir wirklich irgendwo hier runtergehen sollten, muss man schauen, wie sich die Technik dann verhält.
Geht es schnell, geht dann langsam, muss man gucken. Der hier ist für die Watchlist, die UM1 F73. Das sind 16.514er, sind wir hier. Wem das zu heiß ist, dann nimmt bitte einen Schein, der unterhalb der 200-Tage-Linie liegt und dann wenigstens mal so 75, 80 Punkte drunter. Die steigt ja jeden Tag. Das müsst ihr dann schauen. Der ist auch noch nicht zum Jetzt kaufen. Wie gesagt, ich habe hier nirgendwo ein Kaufsignal. Nicht den Hauch eines dergleichen. Als Put habe ich hier die 18.604 und damit liege ich oberhalb des All-Time-Highs. Sogar noch ein bisschen Abstand. Das war so bei 18.450. Nochmal hier ein bisschen drüber. Man kann, das wären also so, sagen wir so, das wäre so ein Schein, den ich übers Wochenende da mitnehmen würde. Beispielsweise, ja. Man kann das jetzt schon machen, weil nach wie vor hier alles negativ ist, keine Frage. Aber dann bitte nicht die volle Position, sondern erst nochmal so zum Reinschnüffeln. So ein bisschen was nehmen, ja. Vielleicht ein Fünftel oder ein Viertel. Mehr aber nicht, ja. Weil wir haben jetzt heute Donnerstag. Donnerstag ist immer ein recht wilder Tag oder oftmals ein recht wilder Tag an den Börsen. Deswegen da ein bisschen aufpassen. Aber das wäre, die haben beide einen Hebel zwischen 17 und 18. Das passt, das ist also relativ gemütlich und relativ weit weg. Hier sind es 1000 Punkte und hier sind es auch 1000 Punkte. Aber das wären die Scheine, die bei mir auf die Watchlist kommen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.